Moin, ja, erstmal schönes Schlückchen Tee hier. Ich glaube, so würde der Ostfriese das ganze Ding hier beginnen. Mit einem schönen Teechen, ist sogar wirklich guter Tee, ja. Also schwarzer Tee und Moin Moin. Das sagt man ja auch am Abend, habe ich gehört. Naja, egal, wir starten jetzt hier rein. Also, warte mal, liebe Grüße an alle Ostfriesen, die das hier sehen. Ich habe bestimmt alles falsch gemacht, aber ist egal. Herzlichen Glückwunsch, dass du eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Mein Name ist Thaddäus und ich freue mich, dass wir hier immer gemeinsam reinstarten mit dem Vers der Woche, einem Format, das uns helfen soll, das Wort Gottes in unserem Leben präsent zu haben und auch damit in die Woche zu starten. Den Vers der Woche, der steht heute in 1. Johannes 4, Vers 10. Das ist die Tageslosung von dem Mittwoch, der jetzt kommen wird. Also wir inspirieren uns da mal ein bisschen von den Losungen, die kommen in der Woche und suchen dann für uns einen Vers der Woche raus. Und wie gesagt, der heutige steht in 1. Johannes 4, Vers 10. Und da heißt es: Und das ist die wahre Liebe. Doppelpunkt. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Das ist die wahre Liebe. Ich muss ehrlich sagen, dieses Thema von Liebe und sowas, das beschäftigt mich in letzter Zeit ziemlich stark. Also ich habe einfach grundsätzlich über den Gedanken nachgedacht, von dem, dass man, ob man Liebe verdienen kann oder diese Aussage, diese Liebe habe ich nicht verdient. Und ich denke darüber so persönlich nach und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Frage, ob man Liebe verdienen kann, an sich in sich schon nicht logisch ist, weil Liebe eben etwas ist, was nicht verdient werden kann. Und das ist das, was Gott uns auch zeigt, ja. Unverdient ist er auf diese Erde gekommen und hat für uns alles getan, alles bezahlt, alles möglich gemacht, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt ist. Also er hat alles gegeben, obwohl wir überhaupt nichts gegeben haben und wir es nicht verdient haben. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, habe ich das überhaupt verdient, dann ist das in dem Sinne wahrscheinlich unlogisch, weil die Definition von Liebe eben die ist, dass man Liebe nicht verdienen kann. Liebe ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Ich habe das dann in meinen Gedanken so verglichen wie mit, also als gemeinnütziger Verein, ja, sammelst du Spenden, ja, und es wird sehr, sehr kritisch. Das Finanzamt steht an der Tür, wenn du in dem Sinne für deine Spende eine Gegenleistung gibst. Das bedeutet zum Beispiel, du spendest und ich gebe dir irgendwas dafür. Wenn du das tust als Verein, würdest du enorm Schwierigkeiten kriegen und deine Gemeinnützigkeit verlieren, weil eben genau das nicht der Zweck der Gemeinnützigkeit ist. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle es deshalb, weil einfach die Gemeinnützigkeit ein ganz anderes Modell ist wie ein Geschäftsmodell, wo du eine Gegenleistung hast und du hast einen Preis dafür. Und so finde ich persönlich, kann man sagen, dass die Liebe halt etwas komplett anderes ist als etwas, was man sich verdienen kann. Es ist ein Geschenk und das ist letztendlich das, was hier steht. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 7, das ist die wahre Liebe, dass Gott uns zuerst geliebt hat, unverdient. Und das ist letztendlich die Liebe, die ich in meinem Leben haben möchte, die mein Gegenüber nicht verdient hat, die ich nicht verdient habe, aber ich gebe sie und sie ist frei von der Erwartung, etwas zu bekommen. Das waren so meine Gedanken für dich heute. Und lese gerne den Bibeltext nochmal nach und lass dich davon ermutigen, lass dich inspirieren. Liebe ist etwas ganz Großes und wir sehen sie in Jesus Christus.